Was geht ab, Freunde? Stefan hier von FIFA und Gaming TV und herzlich willkommen zur 45. Episode unserer Pack Road to Glory. Wir sind hier gerade auf dem Tauschstapel eigentlich, wie immer, haben auch ein bisschen was verkauft, gehen jetzt in den Shop und werden dann auch direkt unser Pack ziehen. Und wir bekommen Luisao, ja, einen Spieler, den wir schon haben. Das heißt, eigentlich ein ziemlich beschissenes Pack, hier noch zwei Spieler aus der französischen Liga, dann noch Verträge und da hinten sehen wir aber noch ein Stadion. Ich denke mal, das werden wir mal anwenden, dann haben wir da auch mal ein bisschen Rotation und was Neues. Santiago Bernabeo, Santiago Bernabeo, ade, ja, tschüss, hau rein. Also, neues Stadion haben wir jetzt, ich glaube, das ist das Stadio Olimpico oder wie auch immer. Auf jeden Fall geht's jetzt los mit unserem ersten Spiel und wir zocken natürlich jetzt wieder mit unseren roten Trikots. Die sehen so ein bisschen aus wie von Portugal. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Schauen wir uns mal das gegnerische Team an. Er hat ein 4-3-2-1, ja, ein Skiller-Team. Ich glaube, da sind 5-5-Sterne-Skiller dabei. Vorne drin mit Neto Berola dann 3-Sterne-Skiller, aber der ist richtig schnell. Und dann starten wir auch direkt mit der ersten Szene. Van der Vaart hat hier große Schwierigkeiten, den Ball mitzunehmen. Will flanken und ich glaube, David Luiz oder wer auch immer das war, der spielt ja gar nicht mit Santana. Wie auch immer, klärt zur Ecke. Die kommt dann rein und da steht Nalo mit dem 1:0 in der 15. Minute. Also schon eine frühe Führung für uns. Gute Ecke reingebracht da von Kadlec und Naldo natürlich ohne Probleme. Der muss nicht mal wirklich hochsteigen, so groß ist der. Und dann geht es auch direkt weiter mit der nächsten Szene. Neto Berola hier am Ball. Und dann, ja, wer ist denn da? Ernee meldet sich einfach mal an. Zwar hatte ich ihm gesagt vorher, er sollte sich bitte nicht anmelden, aber wie auch immer, er hat's getan. Ja, aber kein Thema, der ist ja auch im Stress und da vergisst man ab und zu auch mal einiges. Wir versuchen dann natürlich direkt das nächste Spiel zu machen, also wir haben das jetzt gerade verloren. Ziemlich bitter, denn wir hatten gute Chancen, haben 1-0 vorne gelegen. Aber jetzt werden wir es natürlich um einiges besser machen mit unserem Bundesliga-Team erneut. Unseren Gegner haben wir auch gefunden, da sah die Verbindung erstmal ein bisschen schlecht aus, aber dann grüne Balken. Also alles wunderbar, die Trikots sind ausgewählt und dann blicken wir mal auf sein Team. Es heißt All Stars und er hat ein 4-3-3 Serie A-Team mit Giovinco, mit Miccoli, Pirlo, Andrea und dann noch in der Innenverteidigung Bazzari und Ogbonna. Und dann geht es auch direkt mit der ersten Szene los. Elia am Ball, der spielt schön auf Van der Vaart und der lässt sich Zeit, sieht da unten Kadlec, der läuft die Linie entlang, bringt dann da die Flanke auf Patrick Helmes, aber der Ball findet nicht das Tor. Elia ist da, aber dann pfeift der Schiedsrichter auch ab und es war wohl abseits. Und ja, wir bleiben aber in der Szene drin, der Torwart haut den Ball nach vorne, da ist aber einer und der fängt sich den Ball ab. Elia nun mit dem Scoop-Turn, spielt schön auf Helmes, der mit der direkten Drehung und der direkten Abnahme. Das sah eigentlich ziemlich cool aus, wie der den Ball da direkt draufgeknallt hat. Dann sind wir in der 11. Minute, Sam hier am Ball, zieht da den Gegner einfach mal ab, bringt die Flanke auf, Didi Yakonan mit dem Kopfballtor. Nach 11 Minuten diesmal auch eine frühe Führung und das macht er natürlich herrlich. Geht da perfekt hoch, steigt in die Lüfte und bleibt da stehen. Zack, einfach mal mit dem Kopf. Wunderbar gemacht. Und dann geht es in die 20. Minute. Da lässt der Gegner auch gar nicht mit seinem Tor lange auf sich warten. Also nun der Ausgleichstreffer. Aber Sam hat Bock, hier weiterzumachen. Und nun Helmes mit dem Kopf. Kommt nicht ganz ran. Da ist Gündogan. Und der zieht einfach mal drauf in die lange Ecke. 22 Minuten. Gerade mal gespielt und schon 3 Tore. Nun der Gegner am Ball. Lässt hier auch wieder gar nicht so lange mit dem nächsten Angriff auf sich warten. Und dann haut er den einfach mit dem Finesse-Shot in den Winkel. Sehr gut gemacht von Sebastian Giovinco. Und dann sind wir in der 43. Minute. Wir haben natürlich weiterhin Lust und müssen hier einfach den Sieg rausholen. Nun Helmes am Ball. Läuft da einfach mal die Linie entlang. Da kommt keiner hinterher. Obwohl er gar nicht so schnell ist mit den Übersteigern, macht er das perfekt. Geht ins Dribbling und mit seinen 3-Sterne-Tricks vernascht er da einfach alle. Also vor der Halbzeit haben wir uns noch die Führung geholt. 3:2 nach 45 Minuten. Das macht er natürlich sensationell in die lange Ecke. Keine Chance für den Torwart. Dann sind wir in der 2. Halbzeit. Wir bringen die Ecke rein und erneut steht dort Patrick Helmes. Der Junge ist einfach eine Granate vorne drin. Macht ihr den perfekten Kopfballtreffer. Ich sag ja, also ich persönlich finde ihn besser als Diouf. Ich weiß nicht, wie ihr das seht. Ich denke mal, viele werden auch einfach auf Diouf zurückgreifen, da der einfach viel schneller ist. Aber genug davon. Kadlec nun mit dem Longshot. Ich habe den schon drin gesehen. Der war eigentlich ziemlich, ziemlich gut. Und dann steigen wir in die 81. Minute. Der Gegner hier mit einem Sahnepass. Ich dachte da, mit der Abseitsfalle wären wir gut bedient, aber die hat leider nicht zugeschlagen. Schwach gemacht von mir. Und der Gegner trifft dann nochmal Miccoli mit dem Anstoßtreffer. Die Frage ist, kommt er dann nochmal zurück oder machen wir hier noch eins? Elia mit der direkten Scoop-Turn-Annahme jetzt weiter auf Van der Vaart und der natürlich ganz locker leicht macht er das in die kurze Ecke. 90. Minute, alles entschieden, 5:3, perfekt gemacht vom Routinier, der Holländer, ohne Probleme da vorm Tor. Ja, und dann ist das Spiel auch schon fast vorbei, aber der Gegner nochmal da
und macht da nochmal was für die Kosmetik. 90. Minute, also zwei Tore in den letzten Sekunden nochmal und Marquisio mit dem Anschlusstreffer, aber das bringt ihm dann auch nichts. Wir gewinnen 5-4, also ein sehr torreiches Spiel, 9 Tore in einem Spiel. Knapp 500 Münzen bekommen wir auch direkt für diesen Sieg. Endlich haben wir nach 3 Spielen 3 Punkte. Keine sehr gute Ausbeute, aber immerhin werden jetzt mit unserem italienischen Serie A-Team das nächste Spiel bestreiten. Jetzt mal mit den Gladbach-Trikots. FC Nemo heißt der Gegner und sein Team sieht gar nicht mal so schlecht aus. Er hat ein 4-2-3-1 Bundesliga-Team. Hinten drin mit Subotic und Dante. Vorne Lewandowski, Kroos, Müller und Götze. Und dann geht's auch direkt los mit der ersten Szene. Javi Martinez steht da bereit mit dem Kopf und da hat er auch keine Probleme. Die Verbindung war da ganz kurz ein bisschen schlecht. Deswegen da der Torwart vielleicht schwach. Ja, und dann geht's auch direkt weiter. Palacio am Ball lässt da mal Dante stehen, als ob das da ein Trainingshütchen wäre. Steht da einfach nur im Nichts. Und nun zieht er in die Mitte rein und Golasso! Palacio mit dem Ausgleichstreffer. 13 Minuten und schon wieder 2 Tore. Also hier geht's wirklich rund, diese Episode. Da sehen wir nochmal die Verbindung wieder ein bisschen schwach. Aber letztlich also der Ball im Tor. Und nun Jankovic macht das da herausragend mit seinen Ballrollen. Und der Ball kommt dann zu Lazzari, der versucht's da, aber die Latte steht im Weg. Und von da aus knallt der Ball dann ins Aus. Wir springen dann auch schon in die 30. Minute. Wir fangen den Ball hier ab und nun mal Nocerino mit dem Longshot. Der war halt ziemlich knapp. Schöner Schuss von unserem zentralen Mittelfeldspieler. Und dann sind wir in der 38. Minute. Schöne Kombination da mit Vargas, mit Cerci. Zieht vorbei, aber leider nicht in die lange Ecke, sondern zu zentral auf den Torwart. Und dann sind wir auch schon in der 44. Minute. Javier Martinez und der haut einfach mal den Ball gegen das Aluminium. Da hatten wir mal wieder Glück. Normalerweise muss so ein Ding einfach sitzen. Wir springen in die zweite Hälfte. Nun Piszczek da am Ball. Was macht er denn so weit vorne? Schießt drauf. Unser Torwart ist aber da und kann den Ball ins Aus parieren. Aber nun die Ecke von Toni Kroos. Die sind gefährlich und erneut steht der Javi Martinez mit dem Kopf zur Stelle und haut das Ding einfach mal in die Maschen. Aber wir lassen uns davon nicht unterkriegen. 2-1 im Rückstand, aber weiter geht's jetzt hier mit Pepe. Der macht das sensationell. 2 Mann mit einer Schusstäuschung einfach mal stehen lassen, aber der Abschluss umso schwächer. Und nun ein sehr schickes Dribbling von Cerci, der macht das wirklich ganz gut da. Bringt dann den Ball auf Lazzari, der wird hier umgefault. Da muss es mindestens gelb geben. Der Schiedsrichter kommt dann auch mal angelaufen und zückt einfach die gelbe Karte. Zu Recht. Und jetzt der anschließende Freistoß. Das ist Chefsache für Simone Pepe mit dem Ausgleichstreffer. 61 Minuten gespielt. Den zirkelt er perfekt um die Mauer rum. Schaut euch das an. Da kommt sogar noch ein Mann dazu, aber den braucht einfach keiner. Perfekt gemacht von Simone Pepe. 2-2, 72 Minuten gespielt. Da geht noch was, das spüre ich. Vargas, der perfekte Pass auf Palacio. Der zieht jetzt vorbei, muss den Ball jetzt bringen. Bringt die Flanke und Cerci mit dem Kopf. Und jetzt der Nachschuss, aber der Torwart hält da einfach prima. Das hat er perfekt gemacht. Und nun sind wir in der 83. Minute. Wir setzen nochmal alles auf den Führungstreffer. Nun Lazzari, mach ihn rein, Junge. Zieh ihn in 16 rein, macht er auch. Und da ist das Tor. Da ist der Führungstreffer in der 84. Minute. Durch Lazzari, unser Kapitän müsste es glaube ich sogar sein. Ja, der haut den Ball einfach mal in den Winkel. Der Torwart sieht da alt aus und dann ist das Spiel vorbei. Also heute 2 Spiele, 2 Siege und das andere Spiel kann man ja sowieso nicht so wirklich werten. Und Spieler des Tages wird Simone Pepe. 487 Münzen bekommen wir und 6 Punkte. Also diese Episode sah schon mal gar nicht so schlecht aus. Ich hoffe, so geht es dann auch weiter. Das war's von mir, haut rein, bis zum nächsten Mal und ciao.